So, liebe Leute, welcome back. Da sind wir wieder. Euer Van Bergen ist am Mikrofon. Wir mit unserem Spielstand 1. FC Kaiserslautern. Und wir schauen mal hier im FM13 bzw. Fußballmanager 24. Ja, wir sind so ein bisschen im Krisenmodus. Man sieht es ganz gut hier unten an der, wie soll man sagen, an der letzte Spieltag-Geschichte. Die letzten 6 Spiele. Das ist schon sehr auffällig. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns die weiteren Sachen an. Aber man hat die Maus eben wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ne, hier unten meine ich. Hier sieht man es. Da die letzten beiden Spiele Paderborn gegen die Klubberer. Das war wohl nichts, ja. Das war wohl nichts. Aber nochmal, ich will jetzt noch nicht alles verteufeln, was wir gemacht haben. Man muss sich auch ein bisschen treu bleiben und versuchen, so systematisch reinzukommen. Ich bin da für Kritik auch immer offen, selbstverständlich. Ich glaube aber nicht, dass in unserer aktuellen Situation das besser laufen würde, wenn wir jetzt die linken und rechten Mittelfeldspieler zwingend nach vorne schieben. Ja? Also wir lassen es mal ein bisschen so an der Stelle. Ich würde es ganz gerne halten. Das Problem ist, wenn du hier ein bisschen die Männer verschiebst, ne, zerschießt es dir natürlich immer gleich deine Einstellung, deine Aufstellung. Ich hoffe mal nicht in der Taktik. Wir gehen mal ganz kurz rein. Nee, das hat er übernommen, okay. Und die Laufwege und die Anweisungen, ja, wir müssen da wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten, ja, das ist alles noch nicht so wirklich, durchdacht, das ist wichtig, aber lasst uns mal langsam rangehen, wir nehmen uns mal vereinzelt die Jungs vor, wir schauen uns nochmal das nächste Spiel an, ich denke immer, es ist immer gut, wenn man aufs nächste Spiel guckt und nicht zu viel und zu lang die vorherigen Spiele analysiert, sondern weil auch immer die Gegner wieder neu sind. Wir schauen einfach mal jetzt im kommenden Spiel. Wir haben jetzt ein kurzes Testspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Das machen wir selbstverständlich. Und dann, oh, was haben wir denn hier? Besonders, was hat mir besonders gut gefallen? Ja, dass so viele Leute wieder am Start sind, ja. Sensationell, ich bin richtig, richtig begeistert und ich habe es echt nicht erwartet. Ich habe gedacht, komm, wenn man halt so viele Jahre auch immer das gemacht hat, so YouTube-technisch und sowas, ja, dann hat man auch eine gewisse Art, Spiele zu genießen. Und mir hat es jetzt extrem gefallen, dass es immer noch Leute gibt, die so ein bisschen Bock haben auf den FM13. Aber, und ich habe es auch schon mal hier und da erwähnt, der FM24 von Sega ist nicht aus dem Geschäft bei mir. Ja, ich habe da eine Idee, aber es hängt immer so ein bisschen an der Zeit und Muße, wie ich das hinbekomme. Deswegen, aber jetzt schauen wir hier rein. Unser Mittelfeldspiel hat sich verbessert. Die Abwehr kommt mir wesentlich stabiler vor. Nee. Unsere Jugendarbeit ist verbessert. Komm, das ist eine gute Aussage. Obwohl das nicht stimmt. Wir haben nicht viel gemacht. Ein paar Mentoren verteilt, das war's. Welche andere Sportarten? Ich konzentriere mich auf Fußball. Ich weiß nicht. Ich bin. Handball ist immer interessant. Eishockey ist halt auch brutales Spiel, ja. Football selber. Muss ich sagen, verfolge ich persönlich nicht aktiv. Lass mich mal schon ein bisschen hinreißen oder mitreißen, wenn der Super Bowl ist. Aber das war es auch schon. Aber dann auch nicht das Spiel selber. Kommt ja mitten in der Nacht, ja. Ich bin ja berufstätig. Wie willst du das machen, ja? Ansonsten Eishockey. Wir haben hier die Adler Mannheim vor der Haustür. Ich habe viele Kollegen, die sind da richtig geil drauf. Nicht meins, ja. Ich finde das halt brutal schwierig, auch auf Eis. Ja, brutal, was ist das bitte? Ja, das ist ja Wahnsinn, was du da leisten musst. Und ansonsten Handball, ja, liegt auch ein bisschen daran, dass das immer wieder mal in den Fokus in Deutschland kommt. Ich würde fast sagen, Handball ist nach Fußball so die zweitbeliebteste Sportart, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Dart wäre nicht schlecht hier, ja. Oder Bowling. So, ich konzentriere mich nur auf Fußball. Das müssen wir jetzt aktuell, das wäre zumindest eine ehrliche Antwort. Und da ist man ja auch schon sehr beschäftigt mit, ja, wenn man versucht, immer so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Das klappt einen ja nicht immer, das sind ja manchmal Etappen, wo man mal ein bisschen weniger schaut. Gut, ich glaube nicht, dass wir eine Einlaufmucke brauchen für dieses kurze Testspiel. Spiel starten, wir machen da eine schöne Sofortberechnung draus, das knacken wir uns schnell weg. Kämpft um jeden Ball, ein bisschen Einsatz müssen wir schon zeigen. Wir müssen nochmal schauen, dass wir natürlich alles komplett einmal durchwechseln. Ich habe die Stammelf aufgestellt, obwohl wir das Derby vor der Brust haben. Das wird heiß. Ich würde ganz gerne in der Folge noch mal ganz kurz über die Verträge schauen, dass wir da ein bisschen ansetzen in der aktuellen Tabellensituation. Vielleicht, ja, vielleicht nicht unbedingt clever, aber wenn wir um den Aufstieg spielen, ist es auch nicht einfach, ja, neue Verträge zu bekommen. Also, ich lasse es mal so stehen. Also, es ist Halbzeit. Wir nehmen einfach mal alles durch, was wir hier wechseln können. Ein paar Jungs müssen halt immer ran. Das ist halt dem so geschuldet. Wir nehmen Aremu raus. Der hatte wenig Pause zuletzt.
2-0 steht's, das können wir mal auch ganz kurz kommentieren. Das ist für uns eigentlich in Ordnung. So, das ist die B11, außer Hercher, ja, der läuft durch. Okay. Sehr schön, Nihüs. Gut, also dass wir jetzt hier in der Lage sind, unsere Jugend zu schlagen, das sollte dann auch machbar sein. Ansonsten müssten wir uns wirklich was überlegen. 5-1 von Lukas Leibrock. Das ist doch jetzt nicht so uninteressant. Ansonsten würde das jetzt eine relativ, ich möchte fast sagen, vor dem großen Derby eine recht trockene Folge, weil ich ganz gerne nochmal ganz kurz reingehen möchte in die Verträge und mal schauen in der aktuellen Lage. Vielleicht schaffen wir uns ein bisschen Stabilität. Es ist September 23, dass wir vielleicht mal ein paar Bücher schließen, ja, wo wir dann wissen, okay, um den brauchen wir uns jetzt in nächster Zeit mal keine Gedanken machen. Was ist das für eine Mucke, ja? Karlsruhe! Ich werde verrückt. Wahrscheinlich wird mir wieder das Video weggesperrt, ja. Es ist ja mit der Musik immer so eine Scheiße auf YouTube, ja, auf gut Deutsch. Du kriegst es ja immer weggeknallt, ja, wenn irgendwas mit Musik am Start ist. Deswegen habe ich mittlerweile die Hintergrundmusik auch ausschalten müssen. Leute, nimmt mir das nicht böse. Aber das ist einfach schade, ja, weil du immer Strikes riskierst. Und das führt natürlich dann mitunter dazu, wenn das öfter vorkommt, dass natürlich gar nichts mehr geht. Das möchte ich ganz gerne vermeiden. Daher müssen wir darauf verzichten. Das ist in den Streams ja meistens ein bisschen einfacher, ne? Boah, da gibt sogar richtig Stimmungsmucke. Badisch-Pfälzisches Derby. Hochrisikospiel. Gibt's kein Alkohol, ne? Ist klar. Nur Appelsaft auf der Tribüne. Okay, lassen wir mal so stehen. Finde ich gut, dass sie hier so... Das gehört so ein bisschen zu der Immersion, wo ich sage, das holt mich ab, ja. Das gibt mir so ein kleines... so einen kleinen Touch noch, wo ich sage, das macht richtig Bock. So, die Form hat jetzt nichts geholfen bei den Jungs, die ein bisschen angeschlagen sind. Redondo auf eine 8. Hanslik ist richtig on fire. Der hat richtig Bock auf dieses Derby. Aremu... Raschel auch auf eine 7, der muss laufen. Und Kraus hatte zuletzt ja gute Werte, aber ich gehe heute mal auf die Tomiak-Geschichte. Ich nehme ihn heute mal rein. Wer zerlegt uns denn momentan die Stärke? Ja, wir kommen nicht auf die 47. Dafür waren die letzten Ergebnisse einfach zu schwach. Ja, das ist ganz klar, wenn die Form auch nicht mitmacht, geht die Stärke runter. Das müssen wir leider akzeptieren. Raschel immer noch mit der 68 auf ZM. Wir haben noch die Dohn. Der könnte noch dann ganz gut reinkommen, vielleicht nochmal in der zweiten Halbzeit. Darf man nicht außer Acht verlieren. Also, okay, lass uns aber ganz kurz mal bitte in die Verträge reinschauen, dass wir zumindest mal ein, zwei Kapitel anfassen. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Hatte ich aber schon am Anfang der Saison versucht. Marktwert. So, das ist ja auch mal interessant. Wir haben hier Jungs drin, wie die Julian Nihüs. Ja, was ist da bitte los? Da müssen wir mal ein bisschen Sorgfalt reinbringen. Er hat einen Marktwert von 1,3 Millionen. Ich finde ihn auch perspektivisch für uns ganz wichtig. Ja? Und wenn nicht, dann muss es hier merkbar sein. Ja? Wir haben ihn auf die Transferliste zum Verkauf gesetzt. Waren wir es oder war es? Ich habe es hundertprozentig vergessen, wenn ich es war. Minimale Ablösung ist definitiv sein Marktwert oder ein bisschen drüber. Oh, das war schon. Mehr höher komme ich gar nicht. Wow, okay. Dann nehme ich ihn runter. Vielleicht kommen ja so Angebote. Nimm ich ihn runter, wir schauen dann einfach mal. Spielergespräche, du hast gut trainiert. Ich sage es jetzt einfach, obwohl ich jetzt keine Statistik habe, wie gut er trainiert hat. Er legt aber 5 Moralpunkte zu, das ist schön. Und dann ist es ganz wichtig, er haut ja theoretisch nächstes Jahr ab. Jetzt gehe ich mal ran an so ein Vertragsgespräch. Alles gut, wir wollen verhandeln. Wir hatten uns das letzte Mal auch angeschaut. Das Durchschnittsgehalt liegt bei 242.000 in diesem Club. Er gehört natürlich mit seiner Stärke, Perspektive, Talent und auch Alter zu einem, wenn es klappt, zukünftigen Leistungsträger. Ja, er kriegt von mir eine Stammplatzgarantie. Du bist Stammspieler. Bewertung des Angebots ist hier ausgeblendet. Er möchte eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall.
Also eine Stammplatzgarantie zu geben, einem 22-Jährigen, ist schon eine Hausnummer, ja. 350.000, ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ja, für so einen Spieler, ja, da musst du schon was hinlegen. Ich mache jetzt die 390 draus und gehe noch ein bisschen mit den Prämien. 2.000 zum Auflaufen, ist das in Ordnung? Oder eskaliert das? Ich orientiere mich natürlich ein bisschen. Also Abstieg rechne ich überhaupt nicht. Dann hat er gesagt, was will er? Ausstiegsklausel. Mal kurz gucken, was will er? Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall. Abstieg. Ja, hat er doch. 50%. Ja, 20. So. Auslandsangebot, höherklassiges Angebot, feste Ablöse, das lassen wir weg. Jährliche Erhöhung, ein bisschen Dynamik rein, 1%. Gehaltskürzung bei Abstieg, 0. Ach, 5 ist drin, den nehmen wir raus. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer unter dem nächsten Verkauf. Eine Torprämie, komm. Eine Torprämie kann ich nicht. Das ist ja ein Bonus, der ist ja nicht so prickelnd. Also das wird ja nicht so häufig vorkommen. Probieren wir es mal, ja. So. Wir gucken einfach mal, ob das Früchte trägt, ja. Ein Beispiel haben wir. Einen zweiten würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Der Puchatz, ja, hat gut gespielt. Also einen LV brauchen wir, wenn uns einer verlässt am Ende der Saison. Achso, das ist der Blödsinn. Entschuldigt bitte, der ist doch schon raus. Der Julian Kral, ja, das müssen wir irgendwie. Du musst körperlich stärker werden. Du kannst die Sprache, kümmere dich um Puchatz. Das ist doch ganz geil. Macht er das? Sehr zuversichtlich. Angebot. Komm, probieren wir es nochmal. Es wird ja unser Stammkeeper. Marktwert 725. Erstmal, ja. Also das Buch mache ich jetzt, beziehungsweise diese Baustelle mache ich jetzt auf keinen Fall auf. Du bist Stammspieler. Du bekommst mir eine Stammplatzgarantie. Es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht der Beste der Liga, ja, aber dieses Kapitel jetzt aufzumachen, wäre auch ein bisschen blödsinnig. Was habe ich dem anderen geboten? Das lag schon da in dem Bereich. 390. Das tut mir jetzt echt nicht weh, weil wir haben ordentlich Gehaltsbudget. Auflaufprämie 15 zu 0 Bonus. Den kriegt er von mir, wenn es da mal in die Richtung geht. 900. Ups. So, Nicht-Abstiegsprämie, bisschen erhöht. Die können wir noch erhöhen, weil das... Achso, Nicht-Abstieg, ja, alles klar. Eine Aufstiegsprämie wäre doch geil. Da, also das ist eine Aufstiegsprämie, das ist sie doch. Nehmen wir mal 10 Riesen in die Hand. Das passt soweit. Gehaltskürzung bei Abstieg nehmen wir auch raus. Bei Abstieg 50%. Option für Spieler ein Jahr. Einfach mal so, um es ein bisschen mit Geschmack zu machen. Angebot unterbreiten. So, wir haben mal zwei gemacht. Ich denke mal, da lässt sich doch mal einfach mal, um ein Feedback zu kriegen, um zu schauen, was entwickelt sich da. Geht da was oder ist das, ja, die sind ja alle auf dem Absteigen, ne? Lute, Zolinski und Zuck. Der Herrcher mit einer 27, das wäre für mich auch eine absolute Baustelle, wo ich zeitnah mit Talent füttern würde. Dann alternativ, lasst uns mal ganz kurz reinschauen, wo ist momentan bei uns in der zweiten Mannschaft die größte, der Lobinger ist auch noch da, den darf man nicht vergessen, ja. Wo ist denn bitte hier? Moment. So, wo ist denn hier bitte die größte Schwäche? Wo könnten wir dann vielleicht für die A-Jugend mal was nachlegen? 47 mit 18, das sind ja viele, auch ein Stürmer, ja. Wenn jetzt der Lex Tiger, wir haben noch den Kollmann mit 22, das ist auch schwach. Und ein paar kannst du hier von den Kandidaten auch schon nach Hause schicken, wenn du ehrlich bist. Was für einen Schwellenwert machen wir denn? Ich glaube, eine 45 sollten sie schon mitbringen, ja. Also der Paul Petka, ich schaue mir den mal an, ob er was mitnimmt. Deutsch, Russisch, Marktwert, Gottes Willen. Spielergespräch, Trainingsziele. Ich überlege jetzt gerade Transferstatus auf Transferliste zu Laie. Wie kriegst du die los, ja? Wie kriegst du so einen Spieler schnell? Es geht ja über diese Option, das weiß ich wohl.
Was kostet mich denn das, einen Vertrag aufzulösen, um einfach Platz zu schaffen? 26.000 ist viel. Das ist viel. Das können wir so laufen lassen erstmal. Da schauen wir später nochmal drüber. Jugendmannschaft. Das gleiche gilt hier. Wen kannst du hier einen Vertrag anbieten? Außerdem Prokopchuk. Und der ist ein Stürmer, ja. Der ist 1,89, 18 Jahre alt. Vertrag hat er noch keinen. Den gebe ich jetzt ein. Macht das Sinn, als ist das jetzt zu früh oder lassen wir ihn noch drin? Also Vertragsbeginn nächste Saison, das ist doch super, genau. Grundgehalt kommt er mal entspannt über eine 25. Ich mache jetzt hier keine super Angebote. Wir gucken einfach mal, wo sich das bewegt. Wenn er das annimmt, probiere ich es beim nächsten Mal ein bisschen geringer wieder. Einfach mal, um mich ranzutasten. Vertragsdauer einfach mal 2 Jahre, genau. Mannschaft, zweite Mannschaft. Angebot unterbreiten. Gut. So, da haben wir ein bisschen erstmal in die Richtung geschossen. Das gucken wir uns dann an, was daraus wird. Der ist auch interessant hier, ne? 1,81 Innenverteidiger, gewinnt Bälle. Oh Gott, deswegen sind die Werte grauenvoll. Grauenvoll, wenn du so tief stapelst. Übersicht 7, also den kannst du ja gleich nach Hause schicken. Was ist denn bitte Übersicht 7? Oha, oha. Dann haben wir der Heinz. Auch nicht so prickelnd. Zeigler, der kommt hier schon mit einer 38. Ja, das sieht ja, das geht zumindest mal in die Richtung, was du brauchst. Okay, aber leider, was halt wirklich aussagekräftig ist, wirklich ganz, ganz wenig Talent. Gut, es ist Spieltag. Ich guck mal ganz kurz noch, wir nutzen das. Spieltag dann natürlich in der nächsten Folge. Es war jetzt eigentlich mal so eine kleine Zwischenetappe. Training. Können wir nur, wir haben ja noch ein bisschen Geld. 15,6 Millionen, Baukosten 900. Lasst uns noch mal ein bisschen was in den Club investieren. Nachhaltig. Ja, das wollte ich machen. Wir gucken mal ganz kurz, was kostet mich denn hier so? Flaggenmast, was ist der Pfeffer, ja? Plakatwand, Fitnessparcours haben wir schon mal angesetzt. Ne? Jetzt kostet er schon 300. Aber das geht noch mal nach oben. Wir sind von Level 3 auf Level 4. Ich bin fast gewillt, das noch mal zu machen. Ja, für die Baukosten. Ich sehe jetzt auch keinen Effekt da drin, wenn das Geld rumliegt. Deswegen machen wir das auch. Lass uns nochmal reinknallen. Wir kommen über die Physis. Das lassen wir momentan laufen. 1,5 Millionen die Spieler umkleiden. Okay. Statistik. Freundschaftsspiel, da gab es jetzt nichts. Ansonsten Nürnberg, Elversberg, St. Pauli sind wir raus. Gut rausgegangen mit einem saftigen Plus. Hier sogar richtig krass, ja, gegen Pauli. Und jetzt haben wir das Spiel gegen Karlsruhe, aber auswärts. Darf man jetzt nicht verwechseln. Gut, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Statusbericht Verletzungen, gucken wir uns kurz an. Ragnar ist noch draus. Tatschi noch 2 Wochen. Scoutbericht, gucken wir uns gleich an. Die Scouting-Dinger machen wir kurz. Wir können mal reinschauen, weil das Schöne ist ja, unsere Mannschaft, unsere zweite, spielt ja da eine ganz gute Saison. So, und das heißt, theoretisch kriegen wir ja ein bisschen Einblick in unsere Oberliga, ja? Ist das richtig? Da ist die Reserve, genau. Wie haben sie gespielt? 2-1. Sehen wir jetzt auch in der Statistik, welche Spieler hier so gut sind? Das wäre so einfach so ein Thema, das möchte ich ganz gerne ein bisschen machen. Support your local club, beziehungsweise your local Liga. Und deswegen gehen wir hier mal rein, weil wir müssten doch eigentlich, entschuldigt, hier sind wir richtig, wir müssten doch eigentlich ein bisschen Übersicht bekommen über diese Liga, wer Gas gibt. So, Torschützen. Da sind wir noch nicht mal die Besten. Das ist wichtig hier, haben wir schon gegen Rot-Weiß Koblenz gespielt, müssten wir die Spieler eigentlich kennen. Das ist eigentlich so der Gedanke, den ich ganz gerne mal vorantreiben will. Das heißt für mich zwangsläufig die Scouting-Abteilung ausbauen, dass wir hier einfach Info bekommen. Ja, das ist einfach schade. Wenn wir schon in der Liga spielen, den ganzen Spielverlauf hier mitmachen, dann möchte ich auch schon ganz gerne sehen, in der Liga, wer kann was? Oder wie sind die zumindest eingeschätzt, ja, von der Stärke her? Dass ihr die Mannschaften immer, gegen die wir spielen, ein bisschen sich anschaut. Sean Blut ist gut, das sind ja unsere Jungs, alles klar. Kevin Fuchs, da, Mainz-Gonsenheim, das ist auch ein interessanter, ja. Schalu, weißt aber nicht, wie ist der aufgestellt, ja. Das ist nicht weit weg von unserer Mann. Ach Gott,
der Ferreira da Cruz. Junge. Deswegen sage ich, ich möchte das ganz gerne ein bisschen fokussiert behandeln. Lass mal ganz kurz in die Scouting-Geschichte reingucken. Was muss ich tun, um mehr Mitarbeiter zu bekommen? In der Scouting-Abteilung. Scout 5, Scout 6 ist frei. Wir haben es doch probiert, ihr wisst noch, ja. Wir haben doch probiert, Scouts ranzuholen. Da sind wir aber böse auf die Nase gefallen. Timon Paul sieht aber auch absolut professionell aus. Wen können wir in die Oberliga schicken? Um uns einfach mal ein paar Talente da aus dem Bereich zu suchen, mit denen, gegen die wir spielen, ja. Durch diese. Gefallen mir alle. Der Kai, den wollten wir doch haben. Warum haben wir den denn nicht bekommen? Aha, erweitern oder aktivieren Sie zuerst Ihr Bürogebäude, ehe Sie weitere Mitarbeiter einstellen. Das war die Aussage. Dann gehen wir doch mal rein. Infrastruktur. Da machen wir gar nicht lange rum. Jetzt haben wir das laufen. Jetzt habe ich dafür Geld ausgegeben. Ich, Hund. Oh, hätte ich doch das Bürogebäude mitgenommen. Ich Nase. Wenn ich es abbreche, kriege ich wahrscheinlich das Geld nicht wieder, oder? Was sagt er denn? Ja, das war 300. Dann würde ich einfach 60.000 Euro mal eben in der Folge einfach verblasen. Nein, machen wir nicht. Wir gehen mal ganz kurz nochmal an den Verein, an den Finanzstatus. Wir holen uns hier. Geht nicht. Wir können uns einen Kredit aufnehmen dafür. Nee, müssen wir nicht. Wir machen mal solide Arbeit. Es kommt schon was rein. Wir finden schon was. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig. Ansonsten würde ich alternativ tatsächlich noch jemanden rausschmeißen. Aber wir können keinen rausschmeißen. Maxim, den Fanbeauftragten, ja. Den Fanbeauftragten können wir rausschmeißen. Oder den Roland. Und dann müssten wir halt das Marketing selber machen als Manager. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Wir sind halt ein Co-Trainer zu viel. Das ist offensichtlich, weil wir ja nur, uns fehlt ja die Trainingsgruppe. Aber wir lassen es jetzt so stehen, weil jetzt haben wir die Jungs geholt. Bauen wir ein bisschen den Verein zurecht, dass es dann klappt, okay. So, hier ist auch wichtig, Abwehr. Haben wir mittlerweile alles, schaut mal, das haben wir mittlerweile alles trainiert. Da haben wir eine gute Rückmeldung bekommen. Fitness sieht gut aus, das sieht gut aus. Ziehen Sie die Einheiten auf die gewünschten Termine? Ach so, könnte ich jetzt noch nachlegen. Doppelpässe, Manndeckung, Ecken. Kann ich auch einfach mal eine Pause hier machen? Wie viele Trainingsspiele machen wir denn in der Woche? Da geht mehr. Da geht mehr. Straftraining individuell ist. Was ist denn hier? Wow. Ja, haben wir nie genutzt. Geht nicht, weil ich hier gesagt habe, die sollen alles übernehmen. Genau. Assistent kümmert sich ums Training. Spieleentwicklung. Lass mal ganz kurz schauen. Fähigkeitspunkte. Sagte 22 Fähigkeitspunkte nach unten durch die Verletzung bis jetzt. Aremo, minus 6 plus 1, auch negativ. Schaut mal bitte, der Beut. Was ist denn da los? Es findet ja gar kein Training statt. Dumm, okay, ausgeglichen, auch schwach, LWD. Hanslik macht ein Plus. Hercher, Clement, also ich kann hier fast danach gehen, wer hier runtergeht. Kral, super. Kraus, ansonsten fast alle Feldspieler negativ, außer Nihus, der macht mit fleißig. Das ist halt ein Wert, den sollten wir wirklich beobachten. Ja, Spielertyp fleißig. Fleißig, professionell, trainiert gern und so. Das ist halt wirklich sehr, sehr entscheidend. Also man sieht, es ist durchwachsen. Manche machen wirklich einen starken Rückgang. Und ein paar verbessern sich etwas. Ja, ich will jetzt nicht sagen. Und durch die Bank würde ich fast sagen, es wird eher schlechter als besser, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Gut. Dann wollen wir mal ins Derby gehen. Wo liegt Karlsruhe aktuell? In der Tabelle. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Ab in die zweite Liga. Karlsruhe liegt... Ach Gott, es ist ein 6-Punkte-Spiel. Dann ist das auch noch so ein 6-Punkte-Spiel. Ich werde verrückt. Aber deren Form ist besser, oder? Ne, wir haben einen Sieg zwischendrin. Ach Gott. Oh, ist das heiß. Das ist ja richtig bitter. Das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, ja. Gut, nach dem Spiel schauen wir mal, wo wir stehen. Dann haben wir auch tatsächlich 6 Spieltage rum. Dann orientieren wir uns weiter. Aber das ist wichtig. Ja, eigentlich ist das Spiel schon fast zu wichtig, um es herzuschenken. Ja, man kann schon fast sagen, das ist zum Saisonauftakt ein absolutes Topspiel. Ich will nicht sagen, dass es das Wichtigste ist, weil das Wichtigste wäre wahrscheinlich über unseren Verlauf entweder irgendein Spiel im Pokal
oder vielleicht dann doch irgendwas Relegation. Aber eine Siegprämie für das Ding kann man hier mal raushauen. Solange wir noch ein bisschen flüssig sind. Das mache ich mal. Okay. Und in diesem Sinne, da verabschiede ich mich. Und wir sehen uns, Leute. Ich bin heiß. Boah, bitter.